Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Odyssey Video. Und heute habe ich wirklich noch einen richtig geilen Glitch, Leute. Und es lohnt sich wirklich, dass ich den euch zeige. Und zwar ist er ziemlich leicht. Jedes kleine Kind kann ihn sofort durchführen. Und er ist wirklich ziemlich lustig. Und ich würde den locker unter meinen Top 5 Glitches aus Mario Odyssey mit unterzählen. Es sind sogar zwei kleine Glitches, um genau zu sein. Solltest du noch kein Abonnent sein, dann abonniere meinen Kanal. Dann verpasst du auf jeden Fall kein weiteres Video zu irgendetwas, was mit Mario zu tun hat. Solltest du ein wirklicher Mario-Fan sein, kriegst du hier deine ganzen Infos. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit dem Glitch. Und zwar braucht ihr, um den Glitch durchzuführen, nur einen Ort, beziehungsweise ein Königreich, wo es diese Steine gibt. Am besten holt ihr euch einen Stein, in dem ein Mond drin ist, weil die sind immer ein bisschen schwerer zu zerstören. Wie ich hier, ich habe mir auch einen geholt. Und um den ersten Glitch durchzuführen, der ist für dich ziemlich leicht, müsst ihr einfach nur euch einen Stein suchen und ihn hochnehmen, beziehungsweise in die Hand nehmen von Mario. Und jetzt kommt es ins Eingemachte, aber es ist ziemlich leicht. Ihr müsst eigentlich nur den rechten Stick runterdrücken und den Stein wegwerfen gleichzeitig. Also ich hatte es direkt nach ein, zwei Versuchen, hatte ich es raus. Wenn ihr das dann gleichzeitig gemacht habt, dann schmeißt Mario den Stein weg, aber er ist irgendwie unsichtbar. Wenn ihr euch dann so einen komischen glitzernden Stein geholt habt, wo ein Mond drin ist, dann seht ihr den noch leuchten. Könnt ihr hingehen, den hochnehmen und Mario hat einfach einen unsichtbaren Stein in der Hand. Man kann ihn auch wegwerfen, wieder hochnehmen, die ganze Zeit. Der Stein bleibt einfach unsichtbar die ganze Zeit. Und ganz ehrlich, das sieht doch ziemlich lustig aus, wie Mario damit rumläuft. Ihr seht es die ganze Zeit. Ich hab's wirklich, also es ist wirklich leicht. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Das ist wirklich ziemlich easy. Jeder kann es sofort machen. Das war der erste Glitch. Der zweite Glitch ist gar nicht so viel schwerer. Der ist fast genauso eigentlich theoretisch. Also auch ziemlich einfach. Und zwar müsst ihr euch einfach nur den Stein holen. Ich zeige euch das jetzt hier im Forest Kingdom, sprich im Wooded Kingdom. Ihr nehmt euch hier den Stein einfach wieder. Am besten auch wieder einen glitzernden, damit er nicht so leicht kaputt geht. Dann geht er hier durch einmal. Dort, wo diese komischen gelben Plattformen sind, wenn man die berührt, dass die runtersinken, da müsst ihr hin. Dort müsst ihr den Stein so platzieren, dass der wirklich da drauf landet. Die Plattform wird noch nicht sinken. Die sinkt erst, sobald ihr raufgeht. Und wenn der Stein oben drauf liegt, geht ihr noch rauf. Und jetzt beginnt der Glitch. Die Plattform beginnt nämlich zu sinken. Und kurz vorm Ende verschwindet sie und der Stein fällt. Und Mario natürlich auch, weil ihr ja draufsteht. Und sobald die Plattform verschwindet und der Stein sozusagen frei in der Luft runterfällt und ihr auch, müsst ihr ihn euch greifen. Wenn ihr das getan habt, merkt ihr erstmal keinen Unterschied. Mario hat einen Stein in der Hand, okay, alles super. Aber wenn ihr dann den Stein wirft, guckt euch das an. Der bleibt einfach spinnend in der Luft. Der fliegt da einfach rum. Und das ist der nächste Glitch. Der Stein hat keine Gravitation mehr. Er fliegt einfach. Also diese Steine in Mario Odyssey, die sind echt verbuggt. Zieht euch das mal rein. Man kann die einfach unsichtbar machen. Oder hier, ihr seht es, die können einfach fliegen. Ihr könnt den so hoch oben platzieren, wie ihr wollt. Und er bleibt da einfach. Wenn ihr euch den wieder nimmt, bleibt er trotzdem wieder da, wenn ihr ihn nochmal in der Luft platziert. Einfach ein extrem lustiger Glitch, der auch eigentlich ziemlich leicht ist. Sollte euch das gefallen haben, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr Bock auf weitere Glitches habt, gebt mir einen Daumen hoch. Wie gesagt, das Glitch-Format hier, Mario Odyssey Glitches, wird niemals aussterben. Ich werde immer wieder neue Glitches finden. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.